So, wenn alles dann läuft, haben wir jetzt hier die 46. Folge. Ansonsten, wir beschränken natürlich angucken. Und falls diese Folge wirklich auftaucht, haben sich Leute wirklich dazu entschlossen, hier genügend mitzuwirken, damit ich wirklich mal lohnenswert die nächste Folge hier anschmeißen kann. Ich sammle hier nochmal schnell in dieser Basis, die ich ja jetzt hier lahmlegen will, noch ein bisschen Schrott, damit ich die Prozente kriege, weil wenn ich alles auf 100% habe, freue ich mich halt mehr. Da rastet gleich jemand aus. Ich glaube mal, ich mache das jetzt noch mal ein bisschen leiser hier. Mache ich jetzt mal auf 49%. Dann müsste eigentlich besser zu hören sein und so. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Hätte ich natürlich vorher machen sollen in der Folge, bevor ich die Folge aufnehmen wollen würde. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Hätte ich das vorher machen müssen. So, Ziel ist es hier. Autsch! Da wirft jemand mit Steinen nach mir. Oh, warte. Autsch. Ja, kurzen Prozess mit allen gemacht. Und hier habe ich noch eine Waffe. So, auftreten. Hier wird noch weiter gesucht. Da gibt bestimmt hier noch irgendwo was Zeug zu entdecken. Oh, blöd den Ofen. So, hier ist nochmal so eine Insignie, genau. Muss ich jetzt nur noch die letzte da erreichen? Muss ja auch noch irgendwo sein. Da ist die Ölpumpe. Wie viele habe ich denn jetzt von allem? Achso, 4 soll ich noch. Alles klar. Und dann gibt es noch ein historisches Relikt, was ich noch finden muss. Also 4-mal Teile sammeln. 3-mal, 2-mal. Also ist nur noch 3, aber die zweite habe ich auch schon gefunden, was noch fehlt. Genau, dann sind wir bei 10. Hier ist das Relikt. Ja, genau. Drehen wir mal. Text. Brigitte, gut zu wissen, dass irgendjemand in unserer Familie für das Ende der Welt bereit ist. Ja, genau. Alles klar. Gut, die Hackfresse will ich jetzt nicht sehen. Hier ist Benzin. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen rumwundern. Da gibt es auch noch mal eine Stelle mit Zeug. Muss ich jetzt nur noch eins finden. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Ach genau. Dann kann ich ja gleich mal das Kanisterwunder zeigen. Hier ist nämlich die Ölpumpe, die ich zerstören soll. Jetzt muss ich wieder da hinten durch. Na gut. Werfen wir jetzt mal darüber. Hat nicht ganz funktioniert. Na gut. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Hier die Ölpumpe noch zerstören, genau. Also jetzt zünden wir mal an. Ach, jetzt macht das automatisch, na gut.
Ja, schöne Explosion. Jetzt haben wir Steinfeste beseitigt. Müssen noch immer Schrott und den Signe platt machen. Wird aber nicht so lange dauern, denke ich mal. So, und genau hier, die 2, das ist jetzt die Anzeige dafür, wie weit ich jetzt den Einfluss in dem Gebiet gesenkt habe. Trotzdem muss ich hier irgendwo nochmal Schrott finden. Irgendwo ist hier bestimmt noch was. Jetzt geht nämlich die Sucherei nämlich los. Und das ist nämlich das Tragische an dem ganzen Spiel, dass man sich hier dumm und dämlich sucht, nur um da ein bisschen was zu finden. Um dann die Prozente zu bekommen. Da ich schon sehr oft mal in den anderen Folgen angesprochen habt. Und die mit der hieß, findet das und das, um da und da was weiterzukommen. Jo! Na gut. Hier ist irgendwas gelb. Schauen wir mal hier hoch. Na, ich glaube, hier waren wir schon, wa? Ja, hier haben wir eine Spitze finden. Wie kam ich jetzt nach hoch, nach oben wieder? Ich bin jetzt mit der Seilbahn irgendwie nach da unten gekommen. Hier ist nochmal Futter. Brauche ich eigentlich gar nicht, ich bin ja voll. Gut. Und dann muss ich hier nochmal weitersuchen. Ich spiele außerdem mit dem Controller, weswegen das hin und wieder mal passieren kann, dass es hier Töne ausspuckt. Aber wie komme ich jetzt da wieder hoch? Beziehungsweise so wie jetzt hier weiter. Ah. Da oben muss noch irgendwas zu finden sein, auf jeden Fall. Genau, hier die Brücke noch kaputt und dann... Können wir auch noch mal schnell auf der anderen Seite gucken. Wasser brauchen wir nicht. Hier jetzt nur unweigerlich nach unten. Ja, jetzt das letzte Schrott zu finden, das wird ein Spaß. Und da muss ich aufpassen, wo ich hintrete, weil auch Sturzschaden kann die Spielfigur umbringen. Wie bei so vielen Spielen. Außer vielleicht bei Borderlands 2, da haben sie ja den Fall-Damage ja völlig abgeschafft. Wo ist jetzt der letzte Schrott? Machen wir nochmal ein Stück nach oben. Und da sind hier dann Leute, die basteln jetzt an dem ganzen Zeug hier rum. Hier geht's nur nach draußen, wa? Ja, sicher, ist sicher, hier nochmal zu gucken. Kann ja sein, dass ich hier irgendwas noch übersehen habe. Die Werkbank hat nichts zu bedeuten. Hier ist noch Benzin. Ach, siehst du, Benzin kann ich ja noch auftanken. Aber mag ich dann, wenn ich hier fertig bin. Auf jeden Fall. Ne, irgendwo war die Insignie noch. Dass ich wenigstens die gefunden habe. Ja, also stellt sich doch als schwieriger heraus, als ich dachte. Da ist die Insignia, genau. Wollte ich gerade sagen. Ja, da hat er schon Sturzschaden gekriegt, da ist halt ein bisschen gehumpelt. Aber dich können wir mal eben abschließen, genau. Dann brauche ich noch irgendwo den Schrott, den ich hier noch geben müsste. Na gut, dann gucken wir uns noch mal ausgiebig um.
Irgendwo muss ja der Schrott sein. Wahrscheinlich habe ich schon wieder irgendeine unbedeutende Stelle nicht beobachtet, wo denn dieses eine Stück noch gibt. Ja, hier oben, ich denke nicht. Hier waren wir nämlich schon. Himmelarsch und Spirit, wo ist das Stück? Ich werde mal eine kurze Pause machen, dann sehen wir uns sofort wieder. Wenn ich den Schrott gefunden habe, macht sich auf jeden Fall einfacher. Also bis gleich. So, da bin ich wieder, hab's gefunden. Ich wäre nur ein paar Meter weiter hätte müssen, um dann halt dieses Schrott hier noch hätte finden müssen können. So, dann haben wir das auch geschafft. Alles 100%. Dann können wir gleich fortfahren. Und dann gucken wir mal. Und weiter geht's. Oh, Straßenkrieger Stufe 42, alles klar. Ich würde sagen, dann können wir auch erstmal nach oben wieder. Obwohl, warte mal, wie kriege ich jetzt das Ding wieder runter? Den Kran. Naja, laufen wir erstmal. Die Waffe kann ich sowieso nicht mitnehmen, für diejenigen, die sich jetzt in der letzten oder in dieser Folge gewundert haben. Die Waffen, die Nahkampfwaffen, die ich finde, die kann ich nicht mit ins Auto nehmen. Warum auch immer. Deswegen ist es eigentlich völlig egal, ob ich, hallo? Deswegen ist es völlig egal, ob ich die Waffe jetzt in der Hand halte oder nicht. So, hier war der Kran, genau. Ne, hier war er nicht. Da hinten war er. Der ist ja schon automatisch unten, denn. Da war der knackende Stuhl. Die Tüte ist ja, der Kanister. Der fährt mit. Haben sie so physikalisch korrekt gemacht. So, Lampe können wir ausmachen. Oh, der ist. Die Lampe ist gedankengesteuert. Ja, so kleinere Sachen fallen ihnen denn doch im Nachhinein noch auf. Ach. Nimm mit. Die Steuerung muss ich auch erstmal wieder hinkriegen. Ich verwechsel öfters mal die Taste hier zum Brennen bzw. zum Aktionen ausführen. Und schon ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, nicht so optimal gemacht, wie ich es mir hätte gewünscht. So, hier die Treppe, genau, und dann. Können wir hier raus, verschwinden und dann mal gucken, ob wir hier woanders was machen könnten. Und dann muss ich mir sowieso nochmal die Nase pudern. Hä? Nee, lass das doch nicht liegen hier. Und außerdem kann ich auch nur ein Kanister mit in den in das Fahrzeug mit drin nehmen, was ich natürlich auch nicht ganz verstehe. Das hätte man auch ein bisschen besser erlösen können. Oder wenigstens einen Kanister so voll machen. Ja, genau. So, hier wollte ich tanken, genau. Oder warum man hier nicht Kanister so voll machen kann, bis der dann halt voll ist. Nee, kann immer nur halbe Kanister oder angefangene Kanister mitnehmen. Kann aber nicht von Kanister zu Kanister füllen, um halt einen vollen Kanister zu haben. Könnt ihr mir da folgen? Gut. Lassen wir das mal beiseite. So, zünden wir an, werfen das Ding weg. Mit dem Knall steigen wir ein. So, dann haben wir dies jetzt auch geschafft. Hier. Genau. Hier gibt es auch noch ein bisschen was zu erledigen. Ich glaube mal. Genau, die Minenfelder muss ich noch bereit, beiseite schaffen. Ich würde sagen, hier gibt es nochmal irgendwelche Infos, da fahre ich auch nochmal schnell hin. Dann können wir nochmal mit Ödländer quatschen. Da ich nicht über den Felsen fahren kann, muss ich dann doch mal hier einen kurzen Auswechsler machen, einen Ausweicher machen. Und das ganze spielt außerdem in Australien. Right here.
Oh, was willst du denn jetzt hier? You gotta be a big man to carry such hardware. Mighty might big. Ja. Solche inhaltslosen Kommentare kommen öfters mal, da passiert eigentlich nichts. Aber sowas schaltet mir dann halt neue Gebiete frei, um dann halt hier solche Sammelstellen zum Beispiel zu finden, wo ich dann wieder neue Loot kriegen kann. Ach ja, und es gibt dynamische Schatten hier. Seht ihr das? Gut. Ich hoffe, ich hab die jetzt sehen. Also so Vor- und Nachteile hatte so ein Spiel doch. Gerade wenn es hier mit den Lichteffekten rum experimentiert wird. So, was haben wir denn hier? Da außen ist auf jeden Fall wieder Action. Da unten fahren sie. Genau. Aber ich werde jetzt bei mich mal ein bisschen voll looten. Hier gibt es nochmal irgendwas Interessantes. Ja, Schrott. Na gut. Aber nicht gerade wenig, das ist ganz gut. So, dann muss ich die überhaupt finden. 3 Schrott. Und dann war's durch. Da. Und jetzt sind wir fertig. Denn die verschwindete Gebiet, wo es hier noch was zu holen gibt. Also, wenn es noch was zu holen gäbe, dann würde es ja nicht verschwinden, ist ja klar. So, aber ich bin trotzdem total fertig. Ich hätte mich bitte vorbereiten sollen. Na gut, jetzt habe ich aber schon angefangen. Ich habe aber auch schon überlegt, ihr habt, um mal schnell Thema zu wechseln. Andere haben ja gestimmt, ihr habt. Wow. Oh, da ist ein Scharfschütze. Müssen wir natürlich umhauen. Streicheln, bis er schläft. Der hat nämlich noch Munition für Scharfschützengewehr. So, gut. Aber Folge reicht. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, sobald ihr dann halt lange genug geguckt habt. Und ja, lasst euch bis nächstes Mal. Haut rein. Wie gesagt, tschüss.